Wir haben eine Hochrechnung, eine erste, und danach kommt die Bayernpartei auf 19,7%. Die Violetten erzielen 20,3%. Die CDU/CSU und SPD bleiben unter der 5%-Hürde. Das kann nicht sein. Doch. Bei einem Computerprogramm, das bei der Bundestagswahl eingesetzt werden soll, sind erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt worden. Hacker zerlegen Wahlsoftware. Ist die Wahl in Gefahr? Das Vertrauen in die Demokratie wird fahrlässig gefährdet. Der Bundeswahlleiter sprach von einem ernsten Problem. Dass da schlechte Software sozusagen verwendet wurde, das geht überhaupt nicht. Ist für den Wähler total verunsichernd und total irreführend. Für unser Land ist das schon peinlich. Und er hat diese Peinlichkeit ans Licht gebracht. Ein Informatikstudent. Martin Tschirsich knöpfte sich die Stimmenübermittlungssoftware seines Bundeslandes Hessen vor und staunte. Der Zugriff auf diese Software, dass der so einfach möglich war, auch auf die Infrastruktur, nicht nur die Software, das hat mich geschockt. PC-Wahl heißt das Programm, das auch andere Bundesländer einsetzen. Benutzername und Passwort fand Tschirsich im Internet. Beide lauteten Test. Fahrlässigkeit, die Manipulationen möglich macht. Prozentzahlen, exakte Stimmennummern, also Erststimme, Zweitstimme. Parteien hätte man unter die 5%-Hürde bringen können. Direkt Kandidaten auswählen. Unsere Bundestagswahl. Bastion der deutschen Demokratie. Eine leichte Beute für Hacker? Theoretisch ja. Denn jede Stimme legt vom Wahllokal zum Bundeswahlleiter einen langen Weg zurück. Im Wahllokal werden alle Zettel ausgezählt. Das Ergebnis geht an den Kreis, oft per Telefon. Der Kreiswahlleiter meldet das Ergebnis dem Landeswahlleiter, meist per Software, potenziell hackbar. Der Landeswahlleiter gibt die Ergebnisse sofort an den Bundeswahlleiter weiter, ebenfalls digital. Jede Übermittlung mit anfälliger Software kann manipuliert werden. Aber die Wahl ist sicher. Die Wahl ist sicher. Aber auf jeden Fall. Die Wahlleiter versuchen zu beruhigen. Digital werden schließlich nur die Stimmen für die ersten Hochrechnungen übertragen. Das amtliche Endergebnis wird in guter alter Tradition anhand der beurkundeten Wahlniederschriften ermittelt. Und die können nicht technisch manipuliert werden. München, Kreisverwaltungsreferat, 11 Tage vor der Wahl. Wahlhelfer werden auf einem nagelneuen stadteigenen Stimmerfassungssystem geschult. Und manch ein Freiwilliger ist verunsichert. Beim PC grundsätzlich hat man ja immer so ein bisschen die Angst, was ich vorhin schon angedeutet habe. Na, wer hat da alles Zugriff drauf? Aber dieser PC ist ja nicht mit dem Internet vernetzt. Der ist ständig schon verbunden. Okay. Aber er übermittelt bei Ihnen in der Briefwahl tatsächlich nur, wann haben Sie eröffnet, wann haben Sie geschlossen und was haben Sie übermittelt. Und was macht man, wenn es nicht funktioniert? Wenn wir mit diesem Koffer arbeiten, das hat ja schon mal wieder was mit Computer zu tun. Da ist ja ein Laptop drin. Stellte sich für mich gleich die erste Frage, oho, WLAN, Zugriff und so weiter, wie sieht das mit dem Beeinflussen aus? Wir machen uns zu viel Mühe, wir sitzen hier den Nachmittag, bereiten uns vor, geben unser Bestes, das ordentlich zu zählen und dann, ja, bringt jemand alles durcheinander. München hat seine Software im Vorfeld hacken lassen, freiwillig, aus Sicherheitsgründen. Wir haben vorsorglich Firmen beauftragt, als Landeshauptstadt, den Koffer zu hacken. Wir haben Ergebnisse bekommen, haben versucht, diese Ergebnisse zu optimieren, haben wieder hacken lassen. Und so haben wir das in mehreren Stufen letztendlich erledigt. Auch die Probleme mit PC-Wahl würden derzeit bundesweit behoben. Der Chaos Computer Club hat's überprüft und ist skeptisch. Ich halte es nicht nur in der kurzen Zeit, sondern auch prinzipiell unmöglich, diesen Klumpen Software noch auf ein Sicherheitsniveau zu bringen, das diesem Wahljahrtausend auch nur im Entferntesten angemessen wäre. Falsche Hochrechnungen, Berichtigungen nach mehreren Tagen, eine Horrorvision. Was das über die Vertrauenswürdigkeit unserer demokratischen Institutionen, dieser Software und den Wahlprozess insgesamt aussagen würde, ist klar. Deshalb hat der hessische Wahlleiter jetzt Erstaunliches beschlossen. Alle digital übermittelten Schnellstimmen sollen gegengecheckt werden. Per Telefon und Fax. Sozusagen eine analoge Revolution.